Foltern für Hollywood, wie die Filmindustrie ihre Seele verkauft. Was bedeutet es, wenn wir im Fernsehen und in Filmen eine Realität zu sehen bekommen, die sonst von uns abgeschirmt wird? Geheimdienste, Agenten und Folter. Homeland, die amerikanische TV-Serie, zeigt eine CIA-Agentin paranoid und nicht mehr in der Lage zu entscheiden, wer böse und wer gut ist. Und auch in einem der erfolgreichsten Hollywood-Filme dieser Saison, 100 Millionen Dollar, hat Zero Dark Thirty bislang eingespielt. Auch in diesem Oscar-nominierten Thriller sehen wir wieder eine CIA-Agentin, schon wieder zart und apart, Jessica Chastain, auf der Jagd nach Osama bin Laden, den sie findet, weil gefoltert wurde. Fiktion und Realität sind hier dicht beieinander. Machen Filme die Gewalt konsumierbar, misshandelt oder foltert man eher, wenn das auch eine schöne Frau im Fernsehen oder Kino tut? Mein Kollege Cornelius Jansen hat darüber mit dem slowenischen Philosophen Slavoj Žižek gesprochen. Es ist eine Reise in eine Welt menschlicher Abgründe. Zero Dark Thirty erzählt die Geschichte der Jagd auf Osama bin Laden. Erst Folter hat zum Versteck des Terrorfürsten geführt. Das zumindest suggeriert der Thriller. Der Film legitimiert Folter als Teil der öffentlichen Debatte. Und auch wenn ich einige Leute damit schockiere, die mich für einen postmodernen Verrückten halten, der Paradoxien liebt, bin ich in dieser Frage klassischer Moralist. Agentin Maya, gespielt von Jessica Chastain, jagt in Zero Dark Thirty wie eine besessene Bin Laden. Dabei ist ihr jedes Mittel recht. Folterszenen prägen den Film. Diese Bilder stammen aus einem Spot von Amnesty International. Die Folterszenen aus Zero Dark Thirty dürfen im Fernsehen nicht gezeigt werden. Der Film hat eine Debatte ausgelöst. Rechtfertigt die Regisseurin Catherine Bigelow in ihrer Mischung aus Fakten und Fiktionen den Einsatz von Folter? Sie selbst sagt, dass sie mit dem Film keine politischen Ziele verfolge. Für uns war es wichtig, eine wahre Geschichte zu erzählen, die zwar kontrovers, aber eben Teil unserer Geschichte ist. Wir zeigen dir eine traumatische Wahrheit und wenn dir klar ist, was Folter bedeutet, kannst du ja auch für Folter sein, ohne dass dir gleich vorgeworfen wird, abgestumpft zu sein. So funktioniert Ideologie. Augenscheinlich erzählst du eine progressive Geschichte, doch die implizite Textur zeugt vom kompletten Gegenteil. Der slowenische Philosoph Slavoj Žižek hält Zero Dark Thirty für ein Geschenk von Hollywood an die amerikanische Macht. In Frankfurt am Main treffen wir den Psychoanalytiker in einer Ausstellung über die Geschichte der Oscars im Filmmuseum. Žižeks Befund? Die Filmindustrie normalisiert zunehmend Folter und wir verlieren dadurch unsere Seele. What Hegel called. Damit meine ich das, was Hegel als sittliche Substanz bezeichnet hat, also eine positive Form des Dogmatismus. Eine der wenigen guten Dinge in unserer Gesellschaft ist, dass wir einfach nicht über Vergewaltigung diskutieren. Wir haben die Überzeugung, Vergewaltigung, nein, danke. Und wenn jemand mit chauvinistischem Bullshit wie »Sie will es doch auch« kommt, dann steht er sofort als Idiot da. Ich will, dass das auch für Folter gilt. Doch derzeit ist das Gegenteil der Fall. Die exzessive Darstellung von Folter hat Konjunktur. In der Serie Homeland ist die Agentin Carrie, gespielt von Claire Danes, auf Terroristenjagd. Ein Ex-Marine soll ihr Informationen über seinen ehemaligen Peiniger liefern. Erstens, um seine Identität zu bestätigen. Zweitens können Sie uns Informationen liefern, die uns helfen, ihn zu verunsichern. Wir wollen ihm zeigen, dass wir die völlige Kontrolle haben. Wird er gefoltert? So etwas tun wir hier nicht. Sie tun es doch, sogar auf amerikanischem Boden. Folter für ein Massenpublikum am Sonntagabend. Sieht aus, als wäre er soweit. This precisely makes. Solche Szenen machen Folter nicht nur für rechte Spinner akzeptabel, sondern auch für die liberale Zivilgesellschaft und den Mainstream. Die Tragödie besteht darin, dass selbst wenn du gegen Folter bist, du dich nun damit auseinandersetzen musst. Das ist das Fiasko.
In Filmen wie Zero Dark Thirty stehlen Frauen den Männern die Show. Dafür gibt es eine reale Vorlage. Die Bin Laden-Einheit der CIA war überwiegend mit weiblichen Agenten besetzt. Frauen geben dem Kampf gegen den Terror heute ein neues Antlitz in Film und Realität. Doch wird dieser Kampf dadurch menschlicher? Schön, Sie kennenzulernen. Gleichfalls. Ist sie für den harten Stoff nicht ein bisschen zu jung? Washington sagt, sie ist ein Killer. This new feminine heroine. Diese Heldinnen stehen für eine neue Ethik. Auf der einen Seite erledigen sie den Job fast besser als Männer. Und das stellt Jessica Chastain ziemlich gut dar. Und auf der anderen Seite zeigen sie auch ihre sensible Seite. So sieht heute der perfekte Folterknecht aus. Ein Mann foltert dich wie Dirty Harry, mit einem bösen Lächeln. Eine Frau weint zwar, führt aber exakt das Gleiche aus. Nicht nur im Film, auch in der Sprache hat sich etwas verändert. Foltermethoden werden heute als Enhanced Interrogation Techniques bezeichnet, erweiterte Verhörmethoden. So maskieren neue Begriffe brutale Gewalt. Auch das erhöht die öffentliche Akzeptanz von Folter. Dieses Ersetzen und sprachliche Betäuben geht einher mit einer erweiterten Brutalität im echten Leben. Es stumpft ab und dient als Vorlage, die dazu führt, dass du den Horror des realen Lebens einfach nicht mehr fühlst. Wenn Folter etwas Alltägliches wird, offenbart das, wie groß das moralische Vakuum ist, in dem wir leben. Demokratische Werte und Kapitalismus driften immer weiter auseinander. Eine Zeitenwende, die Žižek in seinem neuen Buch »Das Jahr der gefährlichen Träume« aufzeigt. Der heutige Kapitalismus kann sich nicht mehr alte bürgerliche Freiheiten wie menschliche Würde und universelle Menschenrechte leisten. Wir nähern uns der Ära einer neuen Apartheid und Ausgrenzung. Wenn wir das System nach seiner Logik weitermachen lassen, werden wir uns zu einer traurigen und autoritären Gesellschaft entwickeln. Žižek stellt die richtigen Fragen, hat aber keine letzten Antworten. Er sei nur der Zauberkünstler, der zwar Tricks mit seinem Hut vorführe, jedoch nie einen weißen Hasen präsentiere. Und genau das macht ihn zu einem großen Philosophen unserer Zeit.